Und deshalb ist es so ennuierend, mit Lebensbeförderern sich unterhalten zu wollen, dass sie immer nur ein einziges Thema kennen, wie nach den kurzen Aufklaffungen der Loslösung symbolischen Rings dieser wieder eingefügt wird in seinen Wiedervernähungs-, Transformations-, Prozessen und Transaktionen, nämlich wie diese am besten bewerkstelligt werden könnten und gehandelt, damit durch die Täuschtauschakte das ganze Projektergebnis am besten über die Runden zu bringen sei. Es geht immer nur um die Wiedervernähung dieses symbolischen Rings in all den Wahrnehmungsprozessen nach den kurzzeitigen Zerschneidungen, Zerreißungen und Aufklappungen. Und dieses Erleben und Erleiden der Vorwegnahme des Endgültigen in den kleinen Toden, nämlich dieser Erkenntnis oder diesem Erlebnis der ungeheuerlichen Rekonstitutionsfähigkeit und Wiederholung des neu zu veranderten, drittaberwitzigen, noch neu sensationelleren